Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, dem Drago Basler. Ja, ich habe längere Zeit technische Probleme gehabt mit Headset, Tastatur und ja, mit der Soundcard und so. War leider alles ein bisschen umständlich, ja, fehlerhaft und so. Konnte nicht aufnehmen. Jetzt habe ich einfach noch ein Rauschen im Headset und ein bisschen Wackelkontakt. Also kann ich bald ein neues kaufen und ja, ich möchte auf jeden Fall ja alle zurück begrüßen, die mit mir Livestream geschaut, also bei mir Livestream geschaut haben auf YouTube, also hier, und jetzt möchte ich natürlich gerne wieder weiter mit Livestream machen, aber ich habe leider keinen zweiten Bildschirm mehr, also ich kann eventuell einfach nicht mehr so schnell oder so auf die Kommentare achten. Müssen wir mal schauen, eventuell bis ich ein PC habe, bis ich ein Bildschirm habe, dass ich da noch jemanden zur Hilfe habe. Toll, dass viele das erste halbe Jahr recht gut zusammen. Jetzt kann ich das nicht kaufen. Okay. Ich wollte mich ein bisschen ohnmächtig machen. dass ich da einfach noch eine Unterstützung hatte, weil ich bin auch nicht so gesund und habe da leider ein bisschen eine Anfälligkeit gegenüber anderen. Kennst du sicher ADHS und das im Asperger, das Asperger-Syndrom. Und das wurde erst jetzt kürzlich entdeckt bei mir, dass ich ja, eben nicht immer so motiviert war, immer wieder Videos zu machen oder Livestream zu machen, weil es mir halt ein bisschen mehr zusetzt. Aber ich habe mich eigentlich so relativ gut dran angepasst, also ich habe jetzt wirklich kaum noch Probleme, weil ich alles weniger empfindlich achte. Oder Hypersensibilität sozusagen. Und mir geht es eigentlich sehr gut jetzt und deshalb möchte ich jetzt auch wieder beginnen mit Videos und mit Livestream. Aber ja, ich muss einfach sagen, dass ich eventuell Leute rauskicke aus der Freundesliste hier im Game, wenn sie zu kindisch machen, zu viele Explosionen in der Nähe machen, mich nicht ja, spielen lassen und so weiter. Aber das werde ich natürlich mit dem diskutieren. Es wird nicht einfach so geschehen. Und wenn ich es mal mache, dann seid ihr natürlich auch wieder berichtigt, ja, wieder mitzumachen, wenn ihr euch ein bisschen, ja, ausgelassen habt. Und, ja, was möchte ich machen? Ich möchte gerne mit euch ein bisschen Rollenspiel machen im Sinne von, ja, wir sind ein Filmteam und machen gute Filme oder so, damit wir das zu tun haben. Wenn wir jetzt nur eine Arbeit haben und nur ja, irgendwie essen, trinken, Ferien machen und so weiter, weil auf der Insel hier, dann ist natürlich das Problem, dass es einfach relativ schnell langweilig wird. Und so können wir eigentlich auch verrückt spielen, also mal ausrasten, mal stunten, mal eine Story erzählen, die nicht gerade so rollenspielfreundlich ist und so weiter, weil wir ja Filme machen. Und eventuell machen wir auch ab und zu ein bisschen ein Nachrichtenteam oder ja, Dokumentarfilme oder so, je nachdem, was wir gerade Lust haben. Und jeder darf natürlich mitmachen. Ja, also das mit der Hardware klappt halt noch nicht so gut und ich habe bemerkt, ich kann die Videos nicht mehr verarbeiten, weil die haben jetzt einen Wasserstempel drauf getan, ein Wasserzeichen. Und ich kann sozusagen nur wenig Projekte speichern. Also die haben extrem auf Pay to Win gemacht und auf ja, Geld ausgeben. Und deshalb ja, muss ich schauen, wie ich das mache. Brauche ich am besten Hilfe. Einfach beim Discord-Server treffen. Das findet ihr auch immer wieder Informationen, wenn ich aufnehme, meistens abends natürlich. Ja, kann 7 Uhr sein, kann auch schon 5 Uhr sein oder kann auch erst 11 Uhr sein.
Je nachdem, wenn ich mal Zeit, also ich habe recht viel Zeit natürlich. Kann ich sie bedingen? Na gut, schauen, ob ich hier den Macbeth Whisky kaufen kann. Ja. Also mal schauen, wo wir aufwachen. Zufällig ungefähr 5 oder 6 Punkte sind es. Mache ich gerne, weil es auch kostenlos. Aber schneller bitte. Ja, und ich möchte gerne auch ein Video machen, wo ich ein paar Fehler auf der Weltkarte hier zeige. Also, es gibt echt viele. Zum Beispiel Clipping-Fehler oder ja, falsch platzierte Objekte, wie zum Beispiel Büsche oder Kopf angestoßen. Und, wo bin ich? Ach komm, nicht mehr. Was, zu Hause? Im Marport, also, ja, der Loft oben. So. Dann hätten wir eigentlich gleich mal einen Bug zum Testen. Bin aber ein bisschen verwirrt, wo alles ist. Ich habe das also noch uneingerichtet gekauft. Okay, gut. Und ich hatte jetzt sicher einen Monat lang immer wieder Abstürze gehabt. Und das liegt an VSync. Das war zufälligerweise noch ein Nvidia-Patch wieder an. Auch voll. Und dadurch hatte ich den. Also, jeder Mensch, den man ein bisschen anrempelt, stirbt einfach. Das ist mir per Zufall eigentlich am ersten Tag, wo es rauskam, aufgefallen. Weil ich natürlich gerne ein bisschen alles erkundet habe. Ist auch langsam. Die sterben einfach. Na, der geht gerade jetzt nicht so gut. Los, hopp. Ja, jetzt. Oh Gott. Massenmörder, Drago. Sanfter Mörder. Na gut. Jo. Also. Ja, gehen wir mal zum Filmstudio. Und ich mache jetzt einfach mal noch ein bisschen weniger. Ich habe jetzt gerade ein bisschen Ablenkung. Ich will eigentlich raus. Im Parkhaus ist leider nichts. Man hat das ja vorne. Nicht mehr so automatisch. Ich glaube, ich muss einfach an der richtigen Stelle parkieren. Dann geht's. Dass er automatisch ins Parkhaus geht. Ja, ich bin nur hier. Genau. Also wenn man, glaube ich, hier vorne platziert, dann geht's. So. Wo geht's? Oh, er hat Angst. Also. Ja. Ich denke, heute Abend werden wir das erste Video machen, das ein bisschen etwas zeigt, also entweder die Fehler oder sonst irgendwas. Und wenn alles gut klappt, kann ich dann morgen eigentlich anfangen, ja, zu spielen und euch Rundspiel machen. Und eben Livestream geht dann, sobald ich dann den zweiten Bildschirm habe oder alles ein bisschen angepasst ist oder auch der die Interesse sehr hoch ist natürlich. Aber eben, ich kann auf Kommentar dann nicht immer sofort posten. Es sind eigentlich relativ viele immer wieder wild geworden, weil ich nicht geantwortet habe, als ich so ein bisschen actiongeladenere Games gespielt habe, wo man halt nicht immer sofort antworten kann. Und ja, das ist natürlich schon ein bisschen blöd. Man fühlt sich halt dann echt nicht gerade so toll, wenn man immer wieder zurechtgewiesen wird oder ja, Sachen sind, die halt ein bisschen schlecht sind, weil die Hardware und die Programme halt einfach kostenlos sind. Und der Flat Eric ist mal wieder, oder? Okay. Ja. Also, wer möchte, darf gerne mitmachen. PC natürlich. Und meistens in der privaten Freundeslobby von mir. Eventuell manchmal auch in einer ganz privaten Lobby, wo ihr nur per Einladung reinkommt. Aber das ist so die Sache, die halt einfach im Rollenspiel ein bisschen schützt vor viel Chaos oder so. Und dann seid ihr auch mit mir zusammen. Also einfach mal nachfragen und so. Dann sehe ich ja, ich kann euch einladen oder ihr kommt auch in meine Sitzung und so weiter.
So. Gut. Dann war's mit dem ersten Video. Ich schaue, ob alles gut geht. Und ob ich es verarbeiten muss und alles Mögliche. Je nachdem, wie lange es geht zum Hochladen. Und eventuell wisst ihr ja noch, wisst ja ein Programm, wo man kostenlos noch verarbeiten kann, bis ich da alles Geld investieren kann. Weil die sind schon toll und pro Jahr muss man bezahlen. Das ist echt scheiße. Naja. Also gut. Dann bis zum nächsten Video. Tschüss.